Herzlich willkommen bei Cleopatra Orakel, liebe Löwe. Ich freue mich sehr, dass du auch wieder mal eingeschaltet hast. Ich war jetzt eine Woche weg, gefühlt ein Monat. Es ist gar nichts passiert. Ich lag nur wegen Käfer auf dem Rücken und wurde komplett lahmgelegt. Und mit jedes Mal, wo ich versucht habe, mich an die Arbeit dran zu machen, wurde ich auch wieder lahmgelegt. Also, es ist, wie es ist. Ich bin aber wieder da. Ich starte mit meinen Readings tatsächlich Monatsorakel, was ich bis dato eigentlich noch nicht gemacht habe. Habe mich aber dafür entschieden, damit ich mehr Raum für meine neue Projekte gewinne, und zwar Orakelkartenerstellung sowie, ja, sowie die Ausbildung für euch, ja, die auch immer mehr Raum nimmt in der Realisierung. Genau. Die Situation ist die, dass wir innerhalb der Portaltagen etwas durchgewirbelt worden sind. Und das sieht man auch tatsächlich in den Karten. Und ich bin sehr gespannt, was bei dir sich für den April zeigt, weil das, was wir im April sehen, das sind letztendlich die Früchte dessen, was innerhalb der Portaltagen geschehen ist. Okay? Sollte ich in den Zeiten also im Laufe des Aprils noch Zeit finden für wöchentliche Orakel, werde ich es machen. Falls nicht, dann bleibt es bei dem monatlichen Orakel und ich widme mich eben meinen Projekten. Mein lieber Löwe, ich habe mir schon das Energiebild für dich auch eingeholt und es ist tricky. Ich habe dich gesehen, wie du dich bei einer Henne, die viele Kleinen unter sich hatte, also Küken, hast du dich als, und jetzt pass auf, als Skorpion hast du dich unter der Henne versteckt und hast du den Küken gemacht, ja? Solltest du in deine Chart, in deinem Aszendenten, Mond, Venus, was auch immer, den Skorpion haben, umso wichtiger ist die Botschaft jetzt für dich. Ja? Der Skorpion ist die Todeskarte im Tarot und das ist der sich am meisten transformieren kann. Also Skorpion ist quasi für mich das Element, das Tier der Transformation. Auf der anderen Seite ist es ein Tier, das unerwartet zuschlagen kann. Das ist ein Tier, das zwar klein ist, aber tödlich sein kann. Das ist ein Tier, welches keine Angst hat davor, sich zu wehren, auch vor großen Tieren. Ja? Was ich hier für ein Gefühl habe, ist, dass du als Löwe und die Kraft, die der Löwe in sich trägt, sich versteckt hast die ganze Zeit. Am Ende hat die Henne es erkannt, dass du kein Küken bist, sondern ein Skorpion und sie hat dich natürlich rausgeworfen. Ja? Könnte tatsächlich im wahren Leben bedeuten, dass die Löwen, die noch bei Mama leben, rausgeschmissen werden endlich? Ja? Weil man merkt, okay, das ist kein Kind mehr, das darf jetzt auch mal selbstständig werden und leben. Es gehört nicht mehr hierher, es passt nicht mehr zu uns. Es kann auch innerhalb von alten Ehen geschehen, Beziehungen, dass man auch rausgeworfen wird. Aber es geht für mich vor allem darum, dass du endlich deine wahre Kraft erkennst. Das ist für mich das Ausschlaggebende an diesem Bild, weil du sonst nicht du bist. Als ob du dich so, weil du hast dich sehr lieb getan, ne? Also du hast sehr, sehr lieb, also so wie die Küken halt sind, ne? So hast du dich auch verhalten. Aber wenn du als Löwe geboren bist und die Löwenkraft lebst oder leben solltest, dann ist deine Aufgabe ganz anders, als lieb zu sein. Sonst wärest du vielleicht mal als ein Wasserzeichen geboren, ja? Okay, was ist denn die herausfordernde Energie des Löwen in der Liebe im April? Ja, und schau mal genau. Ja, eigentlich geht es ja darum, dass du schon längst dich auf den Weg machen solltest, aber du zögerst und du brauchst ein Kick in the Ass. Du brauchst irgendjemand, der dir einfach den Laufpass gibt in irgendeiner Form.
damit du endlich dich auf dem Weg in die Erfüllung machst. Ich habe die 2 und ich habe die 11. Die 11 ist auch die 2. Und diese Erfüllung kann natürlich, dadurch, dass sich eine 2 zeigt, ja, um die, ja, dass ihr euch paart, ne? Dass die Paarung endlich mal stattfindet. Okay. Muss mich tatsächlich jetzt gerade an das Bild des Löwen in dem Jahresvideo erinnern. Und wenn ich mich nicht irre, war dein Gegenüber schon viel weiter als du. Und vielleicht ist das der Moment, wo du dich endlich mal auf den Weg dahin machst, ja? So, was sind denn die Energien, die dich eigentlich unterstützen im Monat April, lieber Löwe? Wandel. Das ist eben auch so ein bisschen, es wundert mich gerade, es gibt ja noch eine andere Karte, die auch so ähnlich ist, wo so ein Pferd und Zebra, glaube ich, zusammengepflückt sind. Aber das ist so ähnlich. Letztendlich, es geht um die Veränderung, es geht um Akzeptanz dessen, was man ist, was dich ausmacht, was ist dein Fundament, was sind deine Wurzeln, ja, und durch die Stabilität und die Veränderung kannst du vorantreten, ja? Aber es geht um Abschluss auch. Also wirklich, für viele könnte es tatsächlich mit dem Umzug zusammenhängen, wo man einen neuen Fleck auf der Erde für sich findet, um dort seinen ja, paradiesischen Garten zu erstellen, ja. Justice, ja, das ist die Gerechtigkeit. Es geht darum, dass es jetzt an der Zeit ist, diese Yin und Yang zusammenzuführen. Das wurde scheinbar oben entschlossen. Es ist an der Zeit, dass du dich auf den Weg machst, dass du einfach den Schritt in die neue Welt wagst, was du bis dato scheinbar noch nicht gemacht hast, ja? Die Liebenden. Ja, da gibt es irgendwo den Garten der Liebenden, in den du noch nicht den Fuß gestellt hast. Weil du dich nicht gut genug fühlst. Da ist noch etwas, was dir fehlt. Und das ist das, was ich hier gemeint habe. Du hast deine innere Kraft noch nicht erkannt, ja? Du hast dich die ganze Zeit gemäßigt. Das ist diese sich zum Küken zu machen, ja, als ob du die ganze Zeit gedacht, du bist noch nicht so weit. Du bist nicht alt genug, du hast nicht genug Erfahrung, was auch immer da ist. Du hast dich die ganze Zeit gezähmt. Ah ja. Das ist ein bisschen das Weglaufen von, also das ist quasi das Gefühl, wenn ich vollständig bin, ja, dann muss ich wie ein Skorpion auch mal ab und zu mal den Stachel verwenden. Und das willst du nicht. Du willst eigentlich der liebe Löwe sein, der nie angreifen muss oder seine Position. Rechtfertigen muss oder sich erkämpfen muss, wie auch immer, ja. Und da läufst du davor weg, diese quasi, wenn ich nicht in meine Kraft bin, dann muss ich nicht auf Konfrontationen gehen. Aber das verursacht nur Schwierigkeiten in eurer Beziehung, ja. Das ist genau das, was sich verändern wird jetzt im April. Und da bekommst du einfach einen Schubser, ja, leider. Bausteine. Und die 7 der Stäbe.
Ja, das ist das, was immer wieder meiner Meinung nach bekommst du die Impulse und diese Gedanken, es wäre jetzt an der Zeit, einen bestimmten Teil in deinem Leben zu verlassen. Doch das nimmt mit sich die Verantwortung mit. Also quasi, ich muss die Verantwortung dann für den Bereich übernehmen, und mir die Hilfe von außen oder was auch immer, der Schutz von außen nicht mehr gewährleistet wird. Das war ungefähr dein Problem. Die Sache ist nur die, dein Fundament ist stabil genug und jetzt ist es an der Zeit, dass du die Verantwortung übernimmst und das machst du hier auch, ja? Schritt für Schritt, das ist nicht von heute auf morgen, aber genau, das ist es, du bist stabil genug jetzt, ja? Dein Fundament steht und jetzt darfst du nach und nach die Stäbe, die wollen übernommen werden, ja, von dir, die nimmst du jetzt in die Hand. Die Stabilität ist dir auf jeden Fall gegeben. Siehst du bist stabil genug. Bis dato warst du aber eben wie ein Skorpion, der sich unter der Henne versteckt hat, um den Schutz von ihr zu erlangen. Du konntest da zwar seine Fähigkeiten nicht ausleben, aber du warst in Sicherheit gefangen. Du konntest hier nicht fallen, ja? Du hast gerne Münzen dafür verloren, die du in deinen Taschen getragen hast, ja? Also quasi wie so eine Schutzgelder quasi dafür geopfert hast, aber die Verantwortung dafür nicht übernehmen wolltest. Und jetzt ist es an der Zeit, diese Münzen für sich zu behalten und einfach sich auf deinen Weg zu machen, der hier dir so wunderschön beleuchtet wird. Ja, du wirst hier geführt, du wirst hier angeleitet, diesen Weg zu folgen durch dieses Tor, deine Selbstständigkeit, deines wahren Ichs zu gehen. Und du wirst merken, wie schnell, sobald du die Verantwortung für dein Leben übernommen hast und deinem Herzen gefolgt bist, dass sich da dann sofort jemand wieder auf deinen Weg macht. Der Weg für euch beiden wird nicht einfach sein, ja? Der Weg für euch beiden wird nicht einfach sein. Und du wirst ab und zu mal den Stachel auch rausholen müssen, aber ihr werdet belohnt mit dem Paradies auf Erden. Und ich glaube, dafür lohnt sich das, oder? Genau, hier kommt jemand, um mit dir eine Beziehung zu realisieren, ja? Weil jetzt bist du dafür bereit. Jetzt bist du selbst. Jetzt geht es um Neubeginn, neuen Ufern, alles hinter sich zu lassen, ja? Genau. Ja, das ist so ein bisschen dein Problem. Du willst eigentlich nur lieb sein, wie ein Küken, und willst den Skorpionstachel nicht nutzen für dich. Denke an die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist eine sehr leidenschaftliche, sehr liebevolle Frau, die aber mit dem Stab auch den einen oder anderen vermöbeln könnte, wenn jemand ihr die Sonne, den Schatten für die Sonne spendet. Ja, also hier ist eine Sonnenblume. Ja, und so wie die sich der Sonne dreht, so dreht sich auch die Königin der Stäbe. Sie weiß ganz genau, wo ihr Weg führt. Und wenn jemand hier zu viel Schatten spendet, so dass sie quasi plötzlich nicht mehr weiß, wohin es hier geht, dann wird sie den auch vermöbeln, ja? Dafür hat sie den Stab, ne? Und sie ist auch teilweise eine männliche Energie, also unabhängig, ob du jetzt Frau oder Mann bist hier als Zuschauer. Meine 99% sind wahrscheinlich die Frauen, aber das ist die einzige Königin, die in Rider-Waite mit offenen Beinen sitzt, ja? Wie ein Mann. Also man kann, das ist einfach ein bisschen Übernahme der männlichen Energie in dir, ja?
Gut, meine Lieben. Gleich auf Vimeo kannst du dir auch mal anschauen, was bedeutet das für dein Gegenüber, ja? Wie steht er zu der Gesamtsituation? Der möchte genauso mit dir 10 der Münzen wie du auch, ja? Also quasi das vollkommene Glück realisiert hier auf der Erde haben. Also das ist schon mal schön. Schauen wir mal, was er auch bereit ist oder sie bereit ist dafür zu tun, ja? Mit den Lenormand-Karten schauen wir uns mal an, was bedeutet das auch für eure gemeinsame Ebene. Und mit diesen Karten werde ich 3 Karten ziehen. Eine für dich, eine für dein Gegenüber, eine für euch beide. Was die Engel hier noch so zu sagen haben. Und wenn ich ein Aufeinandertreffen sehe, dann werde ich nochmal eine Zeitkarte ziehen. Und dann bin ich gespannt, wann sich dieser Zeitraum im April zeigen mag. Video-Link, also den Link zu dem Video findest du in der Beschreibung des Videos, so wie im ersten Kommentar. Sollten wir uns dort nicht treffen, wünsche ich dir einen wunderschönen Monat. Und wie gesagt, wenn ich es schaffe, noch mein Wochenvideo zu machen, dann wirst du das so. Falls nicht, dann ist es auch okay. Okay? Ich wünsche dir alles Gute und genieße diesen Monat. Der Monat ist wunderschön, so wie der Frühling selbst, auch wenn es morgen auch wieder schneien soll. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall mal alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüssi!